Zaubertricks lernen in einer Stunde? Heute ist cool, Zaubertricks. Mal wieder ein Kindheitstraum von mir dran, zaubern lernen. Und zwar habe ich eine Stunde Zeit, so viele Tricks wie möglich vom Zauberweltmeister Alexander Stock. Ich wollte auch. Rob zu lernen, um dann am Ende... Ich wollte ihn auch mal anschreiben, aber ich habe es noch nicht gemacht. Für Julia, Simon und Doreen eine eigene Zaubershow zu geben. Cool. Wieso kannst du das? Hä, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Nein, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Geil. Das möchte ich auch, wirklich. Kann ich innerhalb von einer Stunde so eine kleine Zaubershow lernen? Mit Alexander Strauch. Was geht? Du willst heute Zauber lernen? Ich will Zauber lernen. Ganz kurz, hast du jemals schon mal so auf YouTube Zaubertricks gezeigt? Okay, das ist also Premiere. Ja. Ich bin gespannt. Voll eine Stunde cool. Zauber lernen, Timer, let's go. Okay. Alles klar. Das wäre doch auch voll der geile Stream, oder nicht, Chat? Ich bin sehr gespannt, ob er die Zaubertricks nur Marius lernt oder ob sie generell auch im Stream lernt. Du brauchst erstmal. Das wäre so gut Content, das wäre so cool. Jetzt war's damit. Ich nehme mir auch schon mal ein Kartenspiel. Eine Stunde. Ich mache erstmal die Basics. Die Basics. Du nimmst eine Karte im Prinzip, wie die Herz 10. Und 1, 2, 3, die Herz 10 verwandelt sich in das Pik Ass. Was? Das ist cool. Das ist zum Beispiel ein Satz, den wirst du sehr oft hören. Da sagst du immer, nein. Du nimmst die oberste Karte. Ja. So. Während du das hier machst und während du hier die Karte zeigst, den kann ich aber. Schiebst du mit deinem Daumen hier die nächste Karte ein bisschen nach vorne, gehst wieder zurück und bleibst mit einem kleinen Finger hier drunter. Das nennt sich Pinky Break. Mhm. So, das macht es dir gleich einfacher, die Karten abzunehmen. Den kann ich auch. Du nimmst beide Karten von oben vom Kartenspiel. Komm, ich zeig ihn euch. Ihr wollt es unbedingt sehen. Ich zeig euch, wie ich aus der roten 6 eine grüne 6 mache. Wow, voll cool. Ich möchte kurz wissen, ob eine Person im Chat beeindruckt war. Eine, bitte. Aber ehrlich. Ja, ich? Cool. Wenn du im Prinzip hier zusammenschnippst, dann passiert in Slow Motion das hier. Ja. Die Karten drehen sich einfach rum. Ah. Weil du das im Prinzip so schnell machst, sieht man das im Prinzip einfach nicht. Das heißt quasi so? Ja, mit dem Mittelfinger hast du ein bisschen mehr Platz, aber das ist ja eh so. Zu groß. Ja, das ist dein Mittelfinger. Kein Problem. Das ist bei jeder Hand anders. Genau. Muss halt aufpassen, dass das keine Hand bei dir trifft. Ja, zack. Genau. Und das mache ich, während ich runterlege. Genau. Das ist schon krass, oder? So, zack und zack. Okay, das war auch sehr langsam wahrscheinlich. Sehr langsam, aber es gibt noch eine leichtere Methode davon. Dann nimmst du statt die Ecke. Die Ecke und während du schüttelst, verwandelt sich dann die Karte so. Das sah voll krass aus. Das ist den ich gerade gemacht habe im Endeffekt. Aber jetzt wird er geleakt, wie er den macht. Man muss einfach weiter schütteln, dann ist es noch cooler. Da. Ne, das sieht man doch von normal. Ja, das sah schon nicht schlecht aus. Wenn du ihn auf Kamera zeigst, einfach mit der Hand aus dem Frame kurz raus und wieder rein. Natürlich sind solche Kartentricks nur der Anfang beim Zaubern. Wenn ich mir überlege, was Alex alles schon bei seinen Shows gemacht hat, Zaubern ist echt eine super, super faszinierende Kunst. Und ich muss echt sagen, es gibt kaum Sachen, wo ich am Ende mal so denke, what the fuck, wie funktioniert das? So, dann habe ich das hier. Dann mache ich. Sehr schön, der war gut. Da fühle ich mich schon mal halbwegs comfortable mit. Krass, okay, next one. Gib mal eine Karte. Schau sie an, Alex, jetzt zeige ich sie in die Kamera. Ja. Hast du? Ja. Gib mir die Karte verdeckt zurück. Die Karte kommt hier irgendwo in die Mitte vom Spiel rein. Ja, pass auf. Und wenn ich jetzt einmal in die Finger schnippe, springt deine Karte ganz nach oben. Wäre der Hammer, oder? Ja, das wäre Hammer. Nee. Dann waren es zwei Tricks im einen. Sie ist nach oben gesprungen und hat sich in die Pik 2 verwandelt. Ja, zweite oberste Karte auch nicht schnell? Nee. Sicher? Ja. Okay, pass auf. Dann mache ich was anderes. Wenn ich jetzt einmal in die Finger schnippst, dann drehen sich alle Karten mit dem Gesicht nach oben, außer eine einzige Karte, die bleibt zurück. Und das ist... What the fuck? Ihr tut jetzt nicht gerade wirklich Hurtsham und Poggen. Legit, den Trick habe ich auch schon gemacht und euch gezeigt. Bei mir habt ihr gemacht... Uncool. Genau den habe ich gemacht. Genau den. Bei ihm ist cooler. Das ist doch schon eher. Das war so ein Twist. Man denkt so, ja gut, es liegt die da. Aber nein, du drehst das ganze Kartenspiel nochmal. Das ist easy. Aber nicht auf Kamera. Nicht auf Kamera? So ein Zaubertrick sieht, du hast ihm nicht erzählt. Wir wissen, wie zur Hölle geht das. Nee. Und jetzt weiß ich ja bei ein paar Tricks, wie es funktioniert. Und ich kann euch sagen, für mich hat es das irgendwie... ein bisschen kaputt gemacht. Das hat die komplette Faszination gekillt, die ich vorher bei diesen Tricks hatte. Also absolut nicht. Ich finde, das macht die Faszination, finde ich, sogar noch größer. Absolut. Ich finde, umso mehr man diese Tricks versucht, selber zu lernen, umso cooler wird es, weil du langsam merkst, wie schwer diese ganzen Sachen umzusetzen sind und wie viel Fingerfertigkeit und so du haben musst und wie cool es ist, sowas zu können. Es ist natürlich geil, von Zaubertricks überrascht zu werden, aber es ist noch geiler, den Gesichtsausdruck von anderen Leuten zu sehen, wenn du selber einen Zaubertrick machst. Ich finde es so wissen fresh. Wollen, wie es funktioniert, ist viel, viel geiler, als es tatsächlich nicht, zu wissen irgendwie. Weird, oder? Den geheimen Trick, den Alex mir gerade gezeigt hat, den sehen wir heute Abend. Und wir haben jetzt noch 27 Minuten, in denen ich jetzt mit Alex was beigebracht bekommen kann. Deswegen zeig mal noch was. Halt mal fest. Ja.
Der musste noch raus. Ich mache einen Kartentrick, den finde ich immer speziell. Und zwar kannst du eine Karte aus der Luft einfach erscheinen lassen. Finde ich nicht schlecht. Kannst du natürlich auch wieder hinlegen, kannst auch die Hand rückseitig zeigen. Ist wichtig. Ja, du musst im Prinzip da ein bisschen flexibel auch sein. Also die Karte auch einfach mal wieder zurücklegen. Du nimmst eine Karte und dann machst du im Prinzip das Rock'n'Roll. Ja? Was du jetzt machst, ist, die Karte kommt genau da rein. Jetzt kommt dein Zeigefinger hier hin, dein kleiner Finger geht hier hin. Die beiden drücken nach innen, so. Und gleichzeitig öffnest du die Hand. Ein bisschen schwierig. Du musst natürlich jetzt ein bisschen mit den Ecken aufpassen. Das reicht schon, weil wenn du deine Hand jetzt ein ganz kleines bisschen bewegst, verschwimmt es schon und du siehst es nicht mehr. Hallo. Und beim Zaubern ist super viel Feinmotorik und Timing und vor allem auch das ist es, Feinmotorik und Timing, das denkt man immer gar nicht so sehr. Performance gefragt. Alex meint auch, das meiste bei einem guten Zaubertrick kommt nicht vom Trick selbst, sondern daher, wie du es performst. Ja, das sah gut aus. Geil, das heißt, drei Tricks habe ich jetzt. Sau cool, ich würde das so gerne lernen. Ich muss Alexander anschreiben. Da ist so Bock drauf. Ja, die man auch cool verbinden kann miteinander. Letzte Viertelstunde. Einen Trick schaffen wir noch, oder? Ja, das ist dein Finale, dann würde ich sagen. Okay. Du musst nur aufpassen, wenn du die Karten rumdrehst, muss es wieder nach unten gedrückt sein. Das war die Stunde. Nach der Stunde mit Alex durfte ich quasi kein neues Wissen mehr dazu gelangen. Das heißt, mir durfte niemand mehr was erklären. Ich durfte keine Tutorials mehr schauen. Alles, was mir also überliebt, ist bis zum nächsten Abend, bis zur Zaubershow, die Tricks immer und immer wieder zu üben und zu hoffen, dass sie einfach klappen. Ich bin jetzt ein bisschen nervös. Meine erste Zaubershow jetzt. Ich bin sehr streng. Oh Gott. Jetzt bin ich doch wieder nervös. Ich weiß nicht, ob ich so leicht zu impressen bin, dass das Zauber angeht. Bist du leicht zu impressen oder schwierig? So, schauen wir mal. Wir fangen mal ganz. Ich bin leicht zu impressen, glaube ich. Easy an. Wir ziehen einfach ein bisschen aufwärmen. Hier die erste Karte. Hier. Ich bin generell bei vielen Sachen leicht zu impressen, würde ich sagen. Alles, was ich nicht kann, und es ist viel, da gibt es viel, finde ich sehr cool. Bin ich sehr impressed. Was ist das? Kreuz. Drei. Karo 4. Karo 10. Das ist deine Lieblingskarte. Nee. Magst du besonders gerne? Welche Karte magst du denn besonders gerne? Kreuz 8. Oh, Herz, Dame. Ich mag den Buben, glaube ich, ganz gern. Und Ass. Hat nicht ganz geklappt. Leider nur ein Karo. Okay. Ist auch okay. Ich bin noch Anfänger. Ich bin noch Anfänger. Okay. Wir fangen einfach mit einem einfachen Trick an. Zieh mal eine Karte. Ich drehe mich extra um. Merk dir die Karte. Das ist meine Karte. Hast du gemerkt? Super. So, es gibt mir die so, dass ich nicht sehen kann. Ja. Ist irgendwo drin? Ja. Zack. So. Okay. Wie krass wäre es, wenn ich jetzt dreimal drauf haue und die Karte nach oben springt? Irgendwo hier aus dem Deck. Deine Karte. Würde mich schon flashen. Das wäre sehr krass. Oh, das Treffs. Fast. Also war eine 8, das ist eine 7. Das ist gut. Das ist deine Karte. Nein. Wir machen noch einen Versuch. Nee. Okay, mach du mal. Das ist deine Karte. Auch nicht. Also jetzt ist die Zahl zumindest mal richtig. Wir nähern uns, Leute. Mach mal anders. Okay, pass auf, ich kann scheinbar keine Karten erscheinen lassen. Aber was ich machen kann, ist einfach das ganze Kartendeck. Ist alle Karten auf einmal umzudrehen. Hä? Das war ja verschickt. Bis auf eine. Ist das deine Karte? Ja. Ah, Mario. Oha. Eine nicht. Das habe ich aber eben gesehen. Was hast du gesehen? Ich habe das eben irgendwie gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Ah, verdammt. Was hat sie gesehen? Ich bin mir gerade unsicher, ob du quasi von Anfang an genau das vorhattest und das alles andere nur so Trugschlüsse waren. Sag mal Stopp. 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 That's your card. Merkst du die Karte? Yes. Zeigst du in die Kamera? Mhm. So. Seht ihr's? Und pack die rein. Ja. Ja, in drei. Jetzt habe ich nicht recht. Ich wollte bis drei runterzählen. Ach so. Ach, warte. Gut. Ja, Es gibt ja keine Möglichkeit, dass ich jetzt irgendwie wissen kann, wo die ist. Kannst auch gerne nochmal mischen. Echt? Ja. Und ich glaube, das Mischen kam später erst. Was Scheiße. Komm, wir machen das ganz anders. Entschuldigung. Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich bin so geflasht bisher, Leute. Ich würde ihn buchen als Sau. Warte, wir machen das anders. Okay. Okay, denk an deine Karte. Hast du die vor deinem inneren Auge? Ja. Okay. Rot, schwarz, rot, schwarz, rot, schwarz, rot, schwarz, rot. Es ist nur rote Karte. Mhm. Ist auf jeden Fall eine schwarze Karte. Es ist eine rote Karte. Ja. Okay, Zahl oder Bild? Bild, Zahl, Bild, Zahl, Bild, Zahl. Es ist auf jeden Fall ein Bild. Es ist auf jeden Fall eine Zahl. Du bist echt schlecht. Hä? Okay, es ist eine Zahl. Und dann gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bube, Dame, König. König, ist das ein König? Mhm. 7, 8, ich bin mir nicht sicher. Ist es eine 8? Nein, wieso kannst du das? 7, 9,
10, ist es eine 10. Und jetzt ist die Frage, ob Pik oder Kreuz. Kreuz oder Pik? Pik 10. Pik ist diese Sternchen nach oben, gell? Ja. Ist richtig. Hä? Herzkönig. Ja? Ja? Hä? Karus, eine Herz 8. Und dreh dich mal kurz um, hinter dir ist eine Karte. Hä? Hä, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Hä, das verstehe ich jetzt aber wirklich nicht. Tada! Tada! Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich hab dir random von gezogen, gell? Ja. Also das war ja jetzt gespielt, dass du an mir abgelesen hast, welche Karte das ist. Also es war gespielt, dass ich verkackt habe. Aber alles andere ist Magie. Du hast aber auch echt ein schlechtes Pokerface, ne? Ich habe mich nicht richtig konzentriert. Ich könnte das bestimmt besser. Applaus! Also ich kann mir vorstellen, wie der Trick geht, actually. Dankeschön. War schon so eine solide 8. Oh, hör mal. Also der letzte Trick. Eine Sache, die mich bei Zaubertricks einfach ultra geflasht hat, ist, wie simpel und genial die einfach sind. Es ist ein cooler Trick, es ist ein cooler Trick, es ist ein cooler Trick. Es ist ein cooler Trick. Ich würde auch gerne mit Alexander Garten. Ich würde es auch sehr gerne lernen. Der mit dem Mittelfinger war cooler. Ich finde dieses Kartenherzaubern finde ich auch nochmal nicer. Das ist dann nicht so viel Getrickse, sondern es ist halt absolute Fingerfertigkeit. Und das finde ich super, 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 super cool.